dabei. Hier ist 1, 2 oder 3. Er ist schon richtig in Urlaubsstimmung. Hier kommt euer Moderator. Hier kommt Elton. Hey! Komm. Eine noch. So. Ja. Hallo Publikum. Ja, hallo, Urlaub, das ist heute hier unser Thema. Und dazu haben wir natürlich bestimmt wieder für euch sehr knifflige Fragen, aber vielleicht auch interessante Informationen und Tipps für euch, die ihr vielleicht beim nächsten Urlaub auch anwenden könnt. Ja, und einer ist hier schon richtig in den Urlaubsvorbereitungen, hier ist Piet Flosse. Ich bin schon fast fertig. Ja, sehr schön. Ich könnte dann nachher auch den Grill anmachen. Ja, aber klar. Doch. Und ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen mehr Sonne, finde ich. Alter, nein, da bitte nicht rangehen. Das ist sehr unter Spannung. Das könnte nämlich dann ganz ja, plötzlich... Ja, aber ich liebe es spannend. Warte. Das könnte plötzlich zuklappen. Hallo? Ja, das kann schon mal im Urlaub passieren. Mal sehen, ob unsere Kandidaten auch was erzählen können, was in ihrem Urlaub passiert ist. Denn hier sind meine Kandidaten. Aus Edinburgh, Ruth, Elian und Konrad. Aus Österreich, Raphael, Chiara und Luca Marius. Und aus Deutschland, aus Krotzingen, Jan, Johanna und Pascal. So, kannst du mir mal raushelfen? Ja, komm, so, ich helf dir. Danke, Piet. So war's aber auch. Da bin ich, Entschuldigung, tut mir leid. Ja. So, Urlaub, das ist unser Thema. Wo wart ihr denn im Urlaub, ja? Türkei. Ägypten. Italien. Kroatien. Spanien und Italien. Wien und Italien. Wien ist auch sehr schön, ja? Irland, ja? Griechenland. Finnland. Also jeder war schon mal, ob Norden, ob Süden. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Und ich gehe jetzt mal rüber zum Tobias. Das ist unser Kamerakind. Kleiner Applaus. Du machst ja quasi jetzt hier Urlaubsbilder, ne? Ja. Ja? Ist dir irgendwas Verrücktes im Urlaub schon mal passiert? Nö, eigentlich ne? Nicht. Auch alles sehr schön entspannt. Was ist dein Lieblingsland? Wo warst du? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Kannst dich nicht mehr dran, waren so viele Länder, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Viele wandern ja auch gerne im Urlaub, ne? Die gehen gerne auf Wanderschaft und ich bin auch mal auf Wanderschaft gegangen und zwar in die Fußgängerzone und im Gepäck hatte ich eine Frage. Schaut mal. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ja, wer kennt es nicht? Wenn man einen Berg ganz schnell hochläuft oder mit einer Seilbahn hochfährt, dann machen auf einmal die Ohren dicht. Es klingt alles ganz dumpf, als ob Watte da drin ist. Ja, aber warum ist das so? Das Wandern. Also da ist ja eigentlich akustikmäßig nichts los. Ja. Wozu sollte man dann hören können? Deshalb gehen die zu. Auch aus reiner Langeweile? Ja. Ja. Und glaubst du das auch? Vielleicht auch, weil die Bergwand den Schall anders reflektiert als der Boden. Ah, es klingt einfach nur anders. Ja. Wenn man den Berg schnell hochläuft oder mit einer Seilbahn hoch, dann machen die Ohren dicht. Warum? Also ich glaube, dass sich der Luftdruck ändert und dadurch dehnt sich die Luft im Ohr aus und drückt aufs Trommelfell. Glaubst du das aber auch? Nee, ich glaube, das liegt daran, weil die Luft feuchter wird und dadurch die Feuchtigkeit ins Ohr gelangt. Als ob Wasser im Ohr ist. Das ist auch dumm. Ja? Oh, das sind zwei sehr gute Antworten. Ich frage trotzdem mal weiter. Ja, weil der Wind halt so eiskalt ist und als Schutzmechanismus verschließt sich das Ohr dann sozusagen. Ah, da kommt kein Wind rein, kriegt man keine Ohrenschmerzen. Ja. Also ich glaube, weil oben überhalb der Baumgrenze sind ganz viele Steine und Staub. Und wenn ich da jetzt dann hochkletter, dann geht der ganze Staub in die Ohren. Ach, dann sind die Ohren zu. Ja, genau. Ja, macht Sinn. Ja. Aber ob das richtig ist, ich weiß es nicht. Ich gehe mal zurück ins Studio. Ja, meine Ohren sind noch relativ sauber. Ich kann auch noch gut hören. Aber auf die Antwort bin ich sehr gespannt. Dazu braucht ihr natürlich erstmal die Frage. Hier ist sie nochmal. Warum gehen die Ohren zu, wenn man schnell auf einen Berg steigt? Ist es eins? Weil die Luft feuchter wird, so gelangt Feuchtigkeit ins Ohr und verschließt den Eingang. 2. Weil sich der Luftdruck ändert, dadurch dehnt sich die Luft im Ohr aus und drückt gegen das Trommelfell. Oder 3. Weil der Wind eiskalt ist, zum Schutz vor Kälte produziert das Ohr mehr Ohrenschmalz. 1, 2 oder 3.
Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja! Alle richtig! Ja, der Luftdruck ändert sich und die Ohren gehen zu. Und warum das so ist, das zeigen wir euch jetzt. Schallwellen gelangen über den Gehörgang zum Trommelfell und versetzen es in Schwingungen. Im Mittel- und Innenohr werden die erzeugten Schwingungen verarbeitet und als Nervenimpulse ans Gehirn gesendet. Solange der Luftdruck im Mittelohr und im Gehörgang gleich ist, kann das Trommelfell optimal schwingen und die Schallinformationen werden vom Ohr normal weiterverarbeitet. In den Bergen sinkt allerdings mit zunehmender Höhe der Luftdruck der Umgebung und auch im Gehörgang wird er dadurch geringer. Hinter dem Trommelfell im Mittelohr bleibt der Luftdruck aber konstant und ist dort im direkten Vergleich jetzt höher. Die Luft im Mittelohr drückt das Trommelfell in Richtung Gehörgang. Da das Trommelfell unter Spannung nicht mehr so gut schwingen kann, werden auftreffende Schallwellen schlechter verarbeitet und verfälscht ans Ohr weitergegeben. Ja, und das kann man ja bekämpfen, in Anführungszeichen, wenn man also Ohrendruck ein bisschen hat, indem man den Mund weit aufmacht beim Gähnen zum Beispiel. Denn dann wird der Verbindungsgang zwischen Mittelohr und Rachen wieder geöffnet und wir können wieder klar hören. So, die ersten Punkte, die haben wir. Immer wenn ihr richtig steht, gibt es einen Punkt. Nachher bei der Masterfrage gibt es sogar zwei Punkte, wenn ihr richtig steht. Was wir aus diesen Punkten machen und was es sonst zu gewinnen gibt, das weiß Piet Flosse. Ja. Genauso gut wie Urlaub ist eine Klassenfahrt. Und die könnt ihr euch verdienen. Für jeden Punkt gibt es nämlich 20 Euro. Bei maximal 18 Punkten macht das 360 Euro Preisgeld für die Klassenkasse. Und dazu gibt es natürlich für das Gewinnerteam den Piet Flosse Pokal. Ja. Ah, ich bin auch schon so in Urlaubsstimmung. Schön, ah, ne? Ja. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, oh Mist. Und wer nicht gerne alleine in den Urlaub fahren möchte, der kann das natürlich auch in einer Gruppe tun. Ja. Zum Beispiel bei den Pfadfindern. Mhm. Ja? Die Amelie, die ist mal mitgereist und hat auch noch eine Frage für uns. Ja. Gut Fahrt. Hallo Elton, hier in Meckesheim findet heute ein großes Pfadfindertreffen statt. Auch sonst ist bei uns immer was los. Wir treffen uns einmal in der Woche und in den Ferien machen wir ein großes Sommerlager. Wenn das Wetter mitspielt, sind wir so oft wie möglich draußen unterwegs. Wir machen ein Lagerfeuer, auf dem wir auch kochen. Und wir schlafen in Zelten, die bauen wir selbst auf. Wie das geht, zeigen wir euch. Pfadfinder haben ein besonderes Zelt, die Kote. Die Kote besteht aus dunklen Zeltplanen, die miteinander verbunden werden. Die Plane machen wir mit Heringen am Boden fest. Dieses Kotenkreuz wird in das Loch in der Zeltmitte eingehängt. Anschließend richten wir die Stangen auf und verbinden sie mit dem Kreuz. Nun können wir das ganze Zelt aufrichten. Jetzt fehlt nur noch das Kotendach. Damit kann man das Loch oben an der Zeltspitze verschließen und wieder öffnen. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Warum kann man die Spitze der Kote öffnen? Ist es eins. Damit man im Zelt ein Feuer machen kann. Der Rauch zieht ja durch die Öffnung ab. Zwei. Damit im Zelt frisches Wasser ist. Durch die Öffnung fällt der Regen und sammelt sich in einem Eimer. Oder drei. Damit man nachts die Sterne beobachten kann. Durch die Öffnung wird ein Teleskop gesteckt. Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Aber mal ganz im Ernst. Feuer in einem Zelt ist doch gefährlich, oder? Amelie, erklär uns das bitte nochmal. In einem normalen Zelt darf man kein Lagerfeuer machen, in einer Kote hingegen schon. Wenn die Spitze der Kote offen ist, kann der Rauch durchs Rauchloch abziehen, wie bei einem Kamin. Die Feuerschale muss direkt unter der Öffnung stehen, damit der Rauch auf dem schnellsten Weg nach draußen gelangt. Und dann wird es im Zelt schön kuschelig und warm. Und schlechtes Wetter ist uns egal. Viele Grüße aus Meckesheim. Tschüss und gute Fahrt. Gute Fahrt. So, und wir machen weiter mit unserem Buzzer-Quiz. Hey!
Buzzer-Quiz bedeutet, ich stelle euch eine Frage und wenn ihr meint, diese Frage beantworten zu können, dann haut ihr ganz schnell auf den Buzzer drauf. Wart ihr die Schnellsten, dürft auch nur ihr antworten und ist die Antwort richtig, bekommt auch nur ihr diesen Punkt. So, Urlaubsstimmung, ja, türkisblaues Meer, weiße Sandstrände, das ganze Jahr über Früchte und Blumen, ach, das gibt es in den Tropen, ja. Aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, denn man sollte sich nicht unter eine Palme legen. Frage, wieso soll man sich in den Tropen nie unter eine Palme legen? Ist es eins, weil im Schatten der Palme giftige Skorpione leben? Zwei, weil reife Kokosnüsse von der Palme fallen können? Wenn sie runterfallen auf den Kopf, dann kann man sterben. Kokosnüsse ist richtig. Man muss nicht gleich sterben. Man muss nicht gleich sterben, aber man kann sich natürlich schwer verletzen. Das ist richtig, denn in den Tropen gibt es keine Jahreszeiten und deswegen können das ganze Jahr über die reifen Kokosnüsse runterfallen. Und es gibt sogar Warnschilder, die zeigen an, da bitte nicht unter die Palme legen. Jetzt geht es von den Tropen weiter auf eine der Lieblingsinseln der Deutschen. Und zwar geht es jetzt auf die Kanaren. Und allerdings sind hier die meisten Strände nicht weiß, sondern pechschwarz. Frage, warum sind die Sandstrände schwarz? Ist es eins, weil der Sand durch den Abfall der Urlauber verschmutzt ist? Zwei, weil Schwarzalgen im Sand wachsen? Oder drei? Zwei. Zwei, nee, das ist falsch. Drei wäre es gewesen, denn der Sand besteht aus erkalteter Lava. So, denn die Kanaren, die sind ursprünglich oder die meisten Inseln sind durch einen Vulkanausbruch entstanden. Und bei so einem Vulkanausbruch, da wird ordentlich Lava in die Luft gepustet und dann landet landet das Lava am Strand und dieser Strand besteht denn hier aus diesen kleinen schwarzen Lavasteinchen. Ist aber auch völlig ungefährlich, sieht halt nur schwarz aus. So, letzte Buzzer-Frage, jetzt geht's an die Nordsee. Da gibt's natürlich auch Strände und dort sieht man öfter Robben, aber meist nur auf den Sandbänken zwischen Mai und September. Frage dazu, warum liegen Seehunde von Mai bis September oft auf Sandbänken? Ist es eins, weil sie da ihre Jungen bekommen und säugen? Ja. Zwei. Wegen der Jungen. Wegen der Jungen, ist richtig. Ja! Schnell gerückt. Ja, ganz einfach. Ja, Robben bzw. Seehunde sind ja Säugetiere und klar, die bringen ihre Jungen lebend zur Welt und säugen sie dann auch in der ersten Zeit. Und das geht an Land natürlich viel, viel besser als unter Wasser. So, was? Ja, du, wo wir gerade beim Thema Strand und so sind, ne, ich hätte ein Rätsel für dich. Nimm das mal. So, und jetzt Achtung. So. Ja. Ja, und was ist das? Das ist jetzt ziemlich doof. Ja, falsch. Das ist Urlaub. Verstehst du? Ja. Ja. Ja, Piet, ist wirklich ist ja ein super Witz. Genauso witzig war ja auch unser letzter Urlaubsfilm. Oh, hier, ja. Schaut euch mal den an. Endlich Urlaub, man nichts tun. Ja, entspannen, keine Filme drehen, die Seele baumeln lassen. So Jungs, los, wir müssen drehen. Auf geht's. Wie, was drehen? Wir haben Urlaub. Wie Urlaub? Ja, hier Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, rumplanschen. Richtig, hier, nass spritzen. Was soll das denn jetzt? Na, irgendwie muss ich dem Kerl doch erklären, was Urlaub ist. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Missverständnis. Ich meine, hier steht's doch schwarz auf weiß. Hier, Elton und Piet, Urlaub. So, ja. Ja, der Einspielfilm heißt Urlaub. Das heißt nicht, dass ihr jetzt Urlaub habt. Moment, Herr Produzent. Oh, was denn, Piet, ich arbeite. Ach so, das ist Arbeiten. Wenn das so ist, dann arbeiten wir jetzt auch. Ja, hier, Füße hoch. So, jetzt kannst du filmen. Bitte schön. Oh Mann, Leute. Ja, was denn? Warum sollen denn immer wir arbeiten? Wir arbeiten doch sonst auch kein Mensch. Na komm. Kriegen wir nicht extra bezahlt, wenn wir im Urlaub drehen? Was macht der denn da? Ich baue hier den Liegestuhl auf. Sei mir nicht böse, aber für mich sieht das aus wie Urlaub. Au! Siehst du, das geschieht dir recht. Tust so, als würdest du arbeiten und eigentlich hast du Urlaub.
Urlaub. Ich schufte mich hier kaputt, damit ihr einen gemütlichen Urlaubsdreh habt. Ach so, ja. Was ist das da? Lustige Spiele mit dem Schlauch? Hat das auch nichts mit Urlaub, sondern mit Arbeit zu tun? Urlaub? Na klar ist es Arbeit. Wie, was für Arbeit? Naja, wir drehen jetzt hier gleich den Sketch. Endlich haben die schwer arbeitenden Elton und Pete Urlaub und dann, es regnet. Natürlich, klar. Und rat mal, was dein Job ist? Ja, pff. Elton, ich glaube, wir sollten abhauen. Wieso? Was hat er denn für einen Job? Regenmacher! Toller Urlaub! Danke, bist ein Feuer. Ah, haha. Der Regenmacher ist übrigens ein sehr unbeliebter Job beim Film und beim Fernsehen. Wir bleiben lieber bei der Sonne. Sonne und Urlaub, das gehört ja unmittelbar zusammen. Das muss einfach zusammenpassen. Und mein heutiger Studiogast, der kann uns auch erklären, warum die Sonne für uns so lebenswichtig, aber auch gefährlich ist. Hier ist Dr. Ruth Greusing. Hallo Ruth. Hallo. Servus. Du bist ja Biologin und du beschäftigst dich unter anderem auch damit, was für Auswirkungen es hat, wenn die Sonne zum Beispiel bei uns auf die Haut kommt. Was für Auswirkungen hat es denn nur, die Sonne allgemein für uns? Also der positive Effekt ist, dass wenn sie auf uns einstrahlt, dass sich Vitamin D in unserer Haut bildet und das ist wichtig für gesunde und stabile Knochen. Okay. Und natürlich ist es wissenschaftlich bewiesen, dass wir gute Laune kriegen, wenn wir an die Sonne gehen. Ach Quatsch, also wenn ich wirklich mal schlecht drauf bin, gehe ich einfach mal an Sonntag raus und dann habe ich wieder gute Laune? Ja, sie ist zumindest besser, sagen wir so. Aber du solltest auch nicht zu lange an der Sonne bleiben. Wieso nicht zu lange? Was ist dann? Hattest du schon mal einen Sonnenbrand? Ja, hier, so sehe ich denn aus mit Sonnenbrand. Aber was passiert denn da? Ja, das ist der negative Effekt der Sonne. Im Sonnenlicht sind UV-Strahlen drin. Und diese UV-Strahlen, die können wir so nicht sehen. Und die können uns regelrecht verbrennen. Das tut einerseits weh und kann auch sehr gefährlich werden. Aber wie denn? Was ist denn daran gefährlich? Jetzt nehmen wir einfach mal an, dass diese Gummibärchen hier in dieser Petrischale, genau, das sind unsere Hautzellen. Mhm. Also einzelne Zellen drin. Die sind jung, die sind vital, die teilen sich. Mhm. So, wenn jetzt die eine Überdosis von UV-Strahlen abbekommen, dann passiert Folgendes. Sie werden 3 bis 4 Mal im Verhältnis zu jungen Zellen, hier, 3 bis 4 Mal so groß, sie teilen sich nicht mehr. Was ist passiert? Sie sind gealtert. Das kann man an der Haut feststellen, indem man halt Falten bekommt. Es kann Pigmentveränderungen geben und im schlimmsten Fall halt Hautkrebs. Und wie können wir uns davor schützen? Indem man eine Sonnencreme verwendet mit dem richtigen Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor, das habe ich auch schon mal gehört. Aber was für einen Lichtschutzfaktor würdest du empfehlen? Also wir haben jetzt gleich mal verschiedene Hauttypen. Was muss man da nehmen? Generell gilt, je heller die Haut, desto höher sollte der Lichtschutzfaktor sein. Okay. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wo man ist. Ist man in den Bergen, ist man am oder im Wasser, da ist die Strahlung intensiver. Okay. Und da sollte man auch einen höheren Lichtschutzfaktor verwenden. Da frage ich mich jetzt aber natürlich, wie funktioniert überhaupt so eine Sonnencreme? Und das möchte ich gerne von meinen Kandidaten wissen. Wie schützt die Sonnencreme vor Sonnenbrand? Ist es 1. Das Fett der Creme verschließt die Hauptporen und die UV-Strahlen können nicht eindringen. 2. Kleine Teilchen in der Creme wirken so ähnlich wie Spiegel. Sie reflektieren und streuen die UV-Strahlen. Oder 3. In der Creme sind Pflanzenfasern, die UV-Strahlen in harmlosen Traubenzucker umwandeln. 1, 2 oder 3? Zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Ja, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, wie ein Spiegel soll das funktionieren? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber Ruth, du kannst es bestimmt erklären. Genau, in Sonnencreme, da ist Zinkoxidpulver oder Titanoxidpulver. Ja. Und das sind ganz kleine Teilchen. Und so Mikropartikel nennt man das auch. Und die verhindern, dass das UV-Licht durch die, also bis an die Haut rankommt. Und es geht nicht durch? Das geht nicht durch. Das können wir dann zeigen. Genau, hier ist eine spezielle Kamera, mit der kann man Gesichter filmen natürlich. Und unter normalem Licht schaut ein Gesicht auch ganz normal aus. Aber hier sieht man es. Es kommen plötzlich dunkle Flecken. Das sind Pigmentveränderungen, sogenannte Hautschäden, die durch zu viel Sonne ausgelöst werden.
Und was passiert, wenn man eine Sonnencreme aufträgt? Es gibt eine dunkle Maske. Legt sich wie ein Schutzfilm darüber. Okay, das möchte ich aber hier im Studio auch gerne nochmal zeigen. Da brauchen wir nochmal Tobias, unser Kamerakind. Wenn ihr übrigens auch mal hier im Studio Kamerakind werden wollt, dann bewirbt euch unter 1, 2 oder 3.de. Dort kriegen wir das schon hin. Stell dich ein bisschen da an die Palme und dann filmt, nee, weiter vor, sonst filmst du das hier nicht. Dazu brauchen wir jetzt folgendes Experiment. Wir haben hier eine UV-Lampe, das ist quasi unsere Sonne. Ja. Hier haben wir jetzt eine Hand eingeschmiert mit Sonnencreme. Genau. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Licht ausmachen, damit wir ein bisschen UV-Licht sehen. Und dann kannst du gerne weiter erklären. Also mal komplett Licht aus hier im Studio. Nicht rausrennen, das gehört so. Genau. So. Und jetzt? Und jetzt nehme ich das hier mal ein bisschen hoch. Also die UV-Strahlen sind unsere Sonne. Und wir sehen tatsächlich einen Schatten. Einen Schatten. Ich bewege hier so ein bisschen. Das heißt, hier oben ist die Sonnencreme-Hand. Und hier unten ist der Schatten. Das bedeutet also, das Licht geht nicht durch, oder wie? Das UV-Licht? Es geht nichts durch. Gut, dann können wir wieder Licht anmachen. Das ist auch echte Creme jetzt hier, das ne? Das ist echt. So. Ja, wie viel Creme soll man denn eigentlich benutzen? Gibt es da eine Regel? Also bei Sonnenschutz gilt, viel hilft viel. Okay. Deswegen sollte man auf jeden Fall mindestens 3 Esslöffel auf dem Körper verteilen. 3 Esslöffel? Bei meinem Körper auch 3 Esslöffel oder dann eher 5 wahrscheinlich? 3, 4. Oder halt öfter auch, wenn man im Wasser ist, gerne danach nochmal einschmieren. Genau, wenn man geschwitzt hat, wenn man im Wasser war, dann soll man nochmal sich einschmieren. Okay, danke schön Ruth, vielen Dank für diese Tipps. Also immer schön eincremen. Bleib noch kurz da, denn wir haben ja noch eine Frage. Und vorher möchte ich aber gerne einen Punktezwischenstand wissen. Wie sieht's denn aus, Piet? Ja, den kann ich dir sagen. Für das deutsche Team scheint die Sonne schon ziemlich kräftig. 11 Punkte und damit die Führung im Moment. Das österreichische Team mit 5 Punkten am Start und die Schotten heute auch mit 5 Punkten. Ja, da kommt's wohl auf die Masterfrage an. Ja, das stimmt. Also hier ist ein großer Vorsprung, aber ihr könnt ja auch noch jede Menge Kohle für eure Klassenkasse gewinnen. Also ruhig weiter anstrengen. Wir kommen jetzt nämlich zu unserer letzten Frage. Und das ist nicht irgendeine Frage. Nein, das ist unsere... Masterfrage! 2 Punkte gibt es, wenn ihr richtig steht. Und wir reisen jetzt nach Sri Lanka. Wer schon mal da war, der hat vielleicht so eine Stelzen hier im Meer schon mal gesehen. So sieht das aus. Und meine Frage ist jetzt dazu, die haben nämlich eine ganz bestimmte Funktion. Warum stehen einige Meter vor der Küste Stelzen im Meer? Ist es 1? An den Stelzen bleibt Meersalz hängen, das die Dorfbewohner an Touristen verkaufen. 2. Auf den Stelzen stehen Wachmänner, die nach Haien Ausschau halten und die Urlauber rechtzeitig warnen. Oder 3. Auf den Stelzen sitzen Fischer, die bei Flut angeln. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. So, ob ihr alle richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, sehr schön. Und wie das aussieht, das kann ganz lustig aussehen, das zeigen wir euch jetzt. Im Süden Sri Lankas hat das Stelzenfischen eine lange Tradition. Die Stelze und der Stelzenplatz werden häufig von Generation zu Generation weitervererbt. Sobald die Flut kommt, klettern die Fischer auf ihre Stelze, werfen die Angel aus und warten, dass ein Fisch anbeißt. Ja, irgendwie ganz praktisch, aber gemütlich sieht das jetzt nicht wirklich aus. Aber trotzdem natürlich Petri Heil. So, wir wollen jetzt wissen, wer heute hier in unserer Urlaubssendung gewonnen hat. Ist es unser Team aus Schottland? Oder das Team aus Österreich? Oder das deutsche Team? Gewonnen hat Deutschland mit sensationellen 17 Punkten. Kommt alle nach vorne. Es kommt nach vorne. Ruth ist noch da. Tobias. Dankeschön. So, Piet. Wir können jetzt auch endlich Urlaub machen. Ne? So. Tschüss. Vielen Dank.